Am Anfang dieser Woche hatte ich in einer Gebetszeit den Eindruck, dass der Herr mir ein einziges Wort wirklich auflegt und das hieß Entscheidung. Wir werden in diesem Jahr sehen, wie dieses eine Wort uns wirklich sehr, sehr wichtig werden wird, wie es uns quasi jeden Tag begegnen wird. Und ich habe gedacht, dieses Jahr wird ein Jahr der Entscheidungen sein. Und wir werden sehen, weltweit, auch in unserem Land, wie Entscheidungen getroffen werden, die unser ganz normales, alltägliches Leben beeinflussen und betreffen werden. Entscheidungen, die Menschen aus unserem Umfeld treffen, werden Einfluss auf uns nehmen. Aber auch unsere Entscheidungen werden Einfluss auf andere nehmen. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig zu prüfen, was will ich, was glaube ich, wo stehe ich im Glauben und wie gehe ich damit um. Denn die Glaubensentscheidungen werden sehr, sehr wichtig sein und sie sind verbunden mit der Treue zu Gott. Und meine Treue wird gefragt sein in den Entscheidungen, die kommen werden. Wir können uns nicht mehr da einfach so wegducken und sagen, na ja, wer es will, kann es machen, wer nicht, der nicht oder so. Das geht jetzt einfach auch so nicht mehr. Und trotzdem erwarte ich Gottes Eingreifen und ich erwarte das in einem beständigen Flehen in meinem Gebet mit Danksagung und komme vor den Thron der Gnade und ich gehe davon aus, dass Gott selbst mir hilft in diesen Entscheidungen, dass er uns schützt und dass wir bestehen werden können. So, dieses kleine Wort, ich liebe das ja, dass ich dann danach suche, was meint denn dieses Wort Entscheidung? Wir verwenden das jeden Tag, aber eigentlich meint dieses Wort den Ausschlag geben, seine Wahl treffen, Stellung beziehen, ernst machen, zum Entschluss kommen, Mut schöpfen, willensstark sein, zielstrebig, fest, überzeugt, im Willen oder in der Willenskraft vorangehen. So, wir alle kennen dieses Wort und es ist im Negativen und im Positiven belegt. Ich habe gelesen in der, im Wortschatzlexikon der Universität Leipzig wurde festgestellt, dass dieses Wort Entscheidung eins der meistgebrauchtesten Worte in den deutschsprachigen Texten ist. Und da dachte ich, hey, dann muss es wahrscheinlich zugenommen haben, dass Menschen empfinden, ich muss in bestimmten Bereichen eine Entscheidung treffen, die mir niemand abnehmen wird, sondern es ist immer sehr persönlich. Und was auch der Fall ist, das ist einfach, dass wir oft Entscheidungen spontan treffen. Also wenn du im Markt bist, um Lebensmittel einzukaufen, manchmal haben wir zielgerichtet unseren Zettel dabei und kaufen nur die Dinge, die wir wirklich wollen. Aber oft ist es eben auch, dass spontan oder fast automatisch die Dinge genommen werden und entschieden werden. Meistens ist uns das gar nicht so bewusst. Und wir gehen da einfach von den früheren Erfahrungen aus oder wir machen es einfach jetzt mal. Aber trotzdem ist es immer eine Entscheidung. So, auch wenn es ein fast automatischer Prozess ist, ist es doch so, dass Entscheidungen für manche Menschen, für manche Personen, sehr schwer sind, sie umzusetzen. Zum Beispiel das tägliche Aufstehen. Vielleicht sagst du jetzt, was für ein Blödsinn. Klar stehe ich auf, muss ja zur Arbeit oder so. Aber diese eigentlich gewohnte Sache, diese tausendmal vollzogene Sache und manche Sache, die wir schon als Kinder eingeübt haben, die können bei Menschen, die unter bestimmten Druckverhältnissen sind, zu einem richtigen, echten Problem werden. Sie werden das nicht mehr so schaffen,
weil die Bedrängnis oder die Attacke oder die Schmerzen oder die Hoffnungslosigkeit oder was auch immer der Grund ist, es nicht mehr möglich macht, ganz normale, automatische, täglich geübte Entscheidungen zu treffen. Und wir haben einige Gebetsanliegen bekommen, wo Großeltern oder auch Eltern, Mütter, Väter geschrieben haben, dass ihre Kinder in der jetzigen Zeit, also letztes Jahr, als diese Corona-Geschichte begonnen hat, wo das mit den Schulschließungen konform ging, wo die Kinder viel zu Hause waren, keinen Austausch mit Gleichaltrigen hatten, dass es zugenommen hat, dass Kinder sich auf Rückzug begeben haben. Und das, was die beschreiben, die Eltern, ist, dass die Kinder sich in ihr Zimmer einschließen, sich einigeln, weniger sprechen, viele Medien nutzen, viele Spiele spielen, sich in seltsame Sachen reindrehen, weil es ist erstens mal unglaublich viel Zeit und das Zweite ist, ich glaube, sie bekommen einfach auch emotional diese ganze Stimmung im Land und in der Familie oder im Freundeskreis oder in der Schule, wie auch immer, oder in der Ausbildung, bekommen sie mit. Und sie haben nichts dagegen zu setzen und sie verschließen ihren inneren Menschen. Und wir haben gestern oder heute habe ich auch wieder ein Anliegen von einer Großmutter in dieser Richtung auch gehört, dass sie wirklich sich Sorgen macht um die Enkelkinder. Und ich möchte an dieser Stelle wirklich für die Menschen beten, dass der Herr einen Aufbruch schenkt. Es muss ein übernatürliches Werk seiner Gnade in diesen Kindern und Jugendlichen und auch in den Erwachsenen stattfinden, dass sie wieder herauskommen, dass Türen übernatürlich in ihrem inneren Menschen geöffnet werden, dass sie wieder rauskommen, dass sie wieder einen Ausweg finden, dass sie Hoffnung finden, dass sie diese Zuversicht finden, und dass sie in ein Gespräch kommen können. Ich weiß, dass das mit guten Worten oder mit Strafaktionen oder mit warum veränderst du dich denn jetzt so, nicht getan ist. Und ihr lieben Eltern und Großeltern, ich möchte euch wirklich bitten, dass ihr vor allen Dingen betet, proklamiert, diese Kinder beansprucht für das Reich Gottes, dass ihr nicht sagt, ja, früher warst du doch ganz gläubig und warum bist du es denn jetzt nicht, sondern dass ihr das für euch mit Gott im Gebet bewegt. Kommt zum Thron der Gnade, geht mit dem Herrn ins Gespräch, bitte den Heiligen Geist um ein übernatürliches Werk seiner Gnade, dass diese Kinder herausgeholt werden aus dieser Bedrängnis. Denn es ist ein Rückzug und der Rückzug macht sie anfällig für das Wirken des Feindes. Das neue Jahr hat begonnen und wir haben jetzt schon eine Woche rum. Ging ganz schön schnell, habe ich gedacht. Und in Bezug auf dieses Wort Entscheidungen war es ja früher üblich, dass man zum Jahreswechsel sich bestimmte Dinge vorgenommen hat. Und man wollte vor allen Dingen Sachen, die man so im letzten Jahr hatte, die sich so eingeschlichen haben, die wollte man loswerden. Und dann hatte man zum Jahreswechsel eben bestimmte Entscheidungen getroffen. Viele wollten so ungute Dinge loswerden, aber andere waren auch dabei und haben gesagt, ja, also ich will das Gute, was ich so in den letzten Wochen hatte, das will ich mitnehmen in das neue Jahr. Die einen haben sich vorgenommen, mehr Sport zu machen, ist ja jetzt auch unter den Maßnahmen sehr, sehr schwierig geworden. Die anderen doch wieder mehr auf das zu achten, was man so den ganzen Tag an Essen zu sich nimmt. Die einen wollten keinen Zucker, keine Süßigkeiten, ich gehe jetzt in eine Fastenzeit. Weihnachten war so erfüllt und die anderen haben gesagt, oh, ich bin hinter meinen neuen Zielen her. Ich habe meine Berufung ganz neu wieder angeguckt und ich will sofort die Dinge verändern. Andere fanden, ihr Leben ist ganz okay und trafen gar keine Entscheidung. Die einen
wollen jetzt wirklich mal beginnen, regelmäßig in der Bibel zu lesen. In diesem Jahr schaffe ich es, die ganze Bibel einmal durchzulesen. Und die anderen, naja, also ich bin mit meinem Glaubensleben eigentlich so ganz zufrieden. Also naja, ich bete jetzt nicht so viel, aber es reicht. So, das sind die meisten Dinge, so, die uns so beschäftigt haben. Ich glaube sogar, dass es in diesem Jahr, in diesem Jahreswechsel, in der letzten Woche, trotzdem gefühlsmäßig anders war. Es war nicht wie sonst, denn Weihnachten war nicht wie sonst, der Jahreswechsel nicht wie sonst. Und viele, wie soll ich sagen, sind doch etwas bedrückt in dieses Jahr gegangen, weil man nicht weiß, wie sich dieses Jahr entwickeln wird. Und welche Entscheidungen machen denn überhaupt Sinn? Denn was aufgetreten ist, sind eigentlich mehr Fragen als Festlegungen. Wie wird das mit der Schule, mit der Ausbildung? Wie kann ich einen Studienplatz finden, auch jetzt, wenn diskutiert wird, dass die Maßnahmen noch länger, noch länger, noch länger dauern? Wie wird das mit der Firma, mit dem Unternehmen? Was wird aus den Beziehungen, die im letzten Jahr schon so schwierig gewesen sind, die unter Feuer geraten sind und die teilweise gar nicht mehr existieren? Manche Beziehungen sind an den Differenzen zerbrochen. Und manche überlegen sich auch als gläubige Menschen, als Leute, die immer in der Gemeinde waren, die viel in der Gemeinde gearbeitet haben, die Dienste übernommen haben, Jugenddienst, Kinderdienst, alle möglichen Dinge und die jetzt nicht mehr in ihrer Gemeinde sind. Was wird aus meiner Gemeinde? Was wird werden? Und wo finde ich einen neuen Platz? Wo finde ich neue Beziehungen? Wo finde ich Christen, mit denen ich trotzdem jetzt gemeinsam unterwegs sein kann? Und wo finde ich wieder Anschluss? Dinge, die ganz normal waren, werden jetzt hinterfragt und auf einmal sind sie zur Disposition gestellt und sie drängen uns, eine Entscheidung zu fällen. Und das ist wirklich für einige sehr, sehr schwierig geworden, weil dieses mit den Gemeinden und dieser Zerbruch und diese Trennung und dieses, das hat viele wirklich sehr, sehr beschäftigt. Ich habe auf Facebook hat mich jemand angeschrieben und hat gesagt, ich kann ehrlich sagen, dass das Jahr 2020 ein Jahr war, in dem der Feind alles auf uns geworfen hat. Familienzerrüttungen, die Pandemie, Lügen, die um jede Ecke wirbeln und so weiter. Der Feind unserer Seele wollte, dass wir uns unserer Furcht beugen, damit wir uns seiner Agenda beugen. Und das beschreibt in den paar Sätzen genau das, was viele auch empfunden haben. Und so, als ich auch so das ein bisschen zusammengesammelt hatte, kam ich eigentlich zu meinem richtigen Punkt und der macht mir immer am meisten Freude. Das ist nämlich, was sagt die Bibel zu diesem Wort Entscheidungen? Dieses Wort kennen wir alle, weil wir haben alle diese Grundsatzentscheidung getroffen, in den Glauben an den Herrn Jesus zu gehen, mit ihm zu leben, in eine Beziehung mit ihm zu gehen, Gott zu glauben, dass er mich wollte, Gott zu glauben, dass er einen Plan für mein Leben hat, Gott zu glauben, dass er mit mir unterwegs sein wird. Und dieses haben wir alle getroffen und wir sagen, ich habe eine Entscheidung für Jesus getroffen und ich glaube, dass 99,9% von uns gläubigen Leuten genau den Tag noch wissen oder die Situation oder das Gebet oder was auch immer, wo diese Herzenslebensentscheidung getroffen wurde. Und das war die Entscheidung unseres Lebens und alle anderen Entscheidungen, die entwickeln sich daraus. Und
Ohne dass wir alle diese eine wichtige Entscheidung getroffen haben, würden wir hier nicht zusammen sein. Dann würdest du dir wahrscheinlich Freitagabend, ich weiß nicht, war da Filmabend oder Krimiabend oder was auch immer, dann würdest du wahrscheinlich irgendwas anderes machen. Und ja, wie gesagt, das war die Kernentscheidung unseres Lebens. In allen Bibelberichten finden wir dieses Wort Entscheidung. Vielleicht nicht so direkt geschrieben, aber inhaltlich. Jeder der Großen und Kleinen, die in der Bibel erwähnt werden, musste an einem bestimmten Punkt seines Lebens zu einer Entscheidung kommen. Wir haben ja schon verschiedene Leute aus der Bibel betrachtet in den vergangenen Wochen, zum Beispiel Esther und Mordechai oder Rahab und Ruth und Abraham und Sarah, selbst Maria, wo wir ja von der Weihnachtsgeschichte aus Lukas 2 herkommen, Maria musste auch eine Entscheidung treffen. Und das Interessante bei Maria ist ja, die wusste gar nicht, wie die Dinge sich gestalten werden. Und sie hat gesagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. So, also sie war voll in dem, dass sie gesagt hat, der Herr wird meinen Weg leiten. So, und heute bei uns in unserem Leben gibt es diese Wegmarkierungen und die verlangen eine Richtung, die wir einschlagen müssen. Ich möchte euch als erstes mitnehmen, jetzt in den biblischen Berichten an eine Feuerstelle, wo eine sehr wichtige Entscheidung getroffen wurde von einem Mann, der später ein leuchtendes Beispiel wurde. Einer, der schon immer ganz nah bei Jesus dabei war, der Wunder und Zeichen und Übernatürliches ganz nah miterlebt hatte, der mitgelacht hat und so viele Dinge gelernt hat. Er war einer der Jünger, der Berufenen, der Leute, wo Jesus gesagt hat, hey, du, dich brauche ich, dich will ich. Und er hatte auch das Brot der Speisung der 5000 mitgegessen. Und zwar reden wir hier über Petrus. Petrus, der eine Entscheidung getroffen hat, die sein komplettes Leben veränderte. Wieder einmal. Eine Entscheidung, die ihn trennte von dem, den er am meisten liebte und am meisten brauchte. Eine Entscheidung, die ihn bitterlich weinen ließ und eine Entscheidung, die er nie wieder vergessen würde. Bis an sein Lebensende würde er das nicht vergessen. Wir lesen in Matthäus 26, Vers 31 bis 35. Da spricht Jesus: Heute Nacht werdet ihr mich alle verlassen, denn in der Schrift steht, Gott wird den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden zerstreut werden. Doch wenn ich von den Toten auferstanden bin, werde ich euch nach Galiläa vorausgehen und euch dort treffen. Später hatten diesen Satz die Jünger, glaube ich, alle nicht mehr so ganz präsent. Petrus behauptete, als Jesus das gesagt hat, selbst wenn dich alle verlassen, ich werde bei dir bleiben. Und Petrus erwiderte Jesus, ich versichere dir, noch in dieser Nacht wirst du mich dreimal verleugnen, ehe der Hahn kräht. Nein, beharrte Petrus, nicht einmal, wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Und alle anderen Jünger beteuerten das Gleiche. Das war seine feste Entscheidung, ein Vorhaben, eine sichere Sache. Also das gab für Petrus in dem Punkt gar keinen Zweifel. Es gab keine Diskussion darüber bei ihm selber, keine Erwägung, dass er das vielleicht doch, wenn es ganz doof laufen würde oder wie auch immer, sondern Petrus war felsenfest davon überzeugt, das werde ich niemals machen. Das wird mir nicht passieren. Aber diese Entscheidung, die er da getroffen hat, das passiert niemals. Das war eine, wo es keine Bedrängnis für ihn gab,
wo es kein persönliches Opfer oder einen Preis für ihn bedeutete, sondern es war einfach eine normale Situation und die hatte er schon oft erlebt. Er hatte Jesus immer zugehört und alle seine Reden verstanden und aufgenommen. So etwas, dass er Jesus verleugnen könnte, das konnte er sich nicht mal im Traum vorstellen. Niemals. Johannes 13, 36, da erwidert Jesus dem Petrus in diesem Bericht: Dein Leben willst du für mich lassen? Ja, ich versichere dir. Und dann kommt nochmal die Wiederholung. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Dieser Hahnenschrei, der hier gemeint ist, der markierte den Beginn der vierten Nachtwache und war etwa gegen 3 Uhr morgens. Und um diese Zeit gab es einen Feuerplatz im Wachhof, an dem Petrus sich aufhielt. Während Petrus da in dem Hof sitzt, da ging eine junge Dienerin vorüber und sagte zu ihm: Du bist doch auch einer von denen, die zu Jesus, dem Galiläer, gehören. Doch Petrus antwortete laut, sodass alle es hören konnten: Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Später, als er draußen am Tor war, bemerkte ihn eine andere Dienerin und auch sie sagte zu den Umstehenden: Dieser Mann, der war bei Jesus von Nazareth. Und wieder leugnete Petrus und diesmal schwor er sogar: Ich kenne den Mann noch nicht einmal. Ein wenig später kamen andere Umstehende und sagten zu ihm: Du musst auch einer von ihnen sein. Wir erkennen dich an deinem galiläischen Akzent. Und wieder sagte Petrus: Ich schwöre bei Gott, ich kenne diesen Mann nicht. Und in diesem Augenblick krähte der Hahn. Plötzlich fielen Petrus die Worte von Jesus wieder ein: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er weinte bitterlich. Unsere Entscheidungen können es in sich tragen, dass wir bitterlich weinend weggehen oder zurückbleiben. Ich habe das manchmal erlebt, dass ich Entscheidungen getroffen habe, die ich hinterher wirklich auch bereut habe und bitterlich geweint habe. Für mich ist in diesem Bericht von dem Petrus an dem Feuerplatz einer der dramatischsten Sätze oder Beschreibungen von einer Situation, die uns in der Bibel berichtet wird. Und zwar kannst du das lesen in Lukas 22, Vers 61. Denn da heißt es, als Petrus noch redete, also im selben Augenblick, während er noch redete, krähte der Hahn. Und dann kommt's. Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Kannst du dir vorstellen, was das für Petrus bedeutet hat und was es für Jesus bedeutet hat? Also ich jedes Mal, wenn ich diesen Satz lese, als der Herr sich umwandte und Petrus anblickte, der ihn eben dreimal verleugnet hatte, und sich Petrus an dieses Wort von Jesus erinnerte, dass ich dann wirklich total betroffen bin und dann auch bete und sage: Herr, das will ich niemals. Ich will in den Entscheidungen, die ich für dich treffe, wo ich sage, ich gehöre zu Jesus, ich bin eine von seinen, dass ich nicht in dieses Ding komme, zu sagen, nee, damit habe ich nichts zu tun. Also nee, so fromm bin ich nur auch nicht oder wie auch immer. Wenn eine bedrängende Situation, versteht ihr, es kann sein, dass du jetzt sagst, das würde mir auch nicht passieren. Das kann sein, dass die Bedrängnis so hart wird, dass Verfolgung kommen wird, dass wir in Versuchung kommen könnten, dass wir genau wie Petrus sagen, nee, da habe ich nichts mit zu tun. So, aber dann sollen wir uns erinnern, dass Jesus auf uns schaut, dass Jesus uns anschaut und dass uns das nicht passiert, dass wir die
richtige Entscheidung treffen. Ich glaube, dieses mit der Entscheidung für dieses Jahr, dass das so wichtig ist, ist schon eine Vorbereitung dessen, dass wir vielleicht unter Druck kommen könnten. Und wir müssen uns darauf vorbereiten. Wir schauen jetzt noch mal kurz auf eine andere Situation, auf einen anderen Bericht und diesmal im Alten Testament. Und da heißt es von den drei Männern im Feuerofen. Kinderstundengeschichte. Ja, das sagen manche, ah, das habe ich schon tausendmal gehört, sagt mir nichts. Aber lass uns einfach unter dem Punkt Entscheidung treffen, nochmal auf diesen Bericht eingehen und nochmal darauf schauen. Denn wenn man sie genauer anschaut, dann erkennt man, dass es eine heftige Brisanz in dieser Situation gibt und die wird uns sehr deutlich. Und es kann sein, ihr Lieben, dass wir in eine Zukunft gehen, die genau hier das Ganze abbildet, was hier mit den drei Männern im Feuerofen passiert ist. Es kann sein, dass wir zu einem Bekenntnis kommen müssen und uns nicht wegducken und nicht einfach sagen, na ja, dann mache ich halt das oder dann mache ich halt mit oder wie auch immer. Es ist so, dass es jetzt eine andere Zeit gegeben hat. Das haben wir letztes Jahr schon gemerkt und es heißt, richtige Entscheidungen treffen. Wir lesen Daniel 3, Vers 16 bis 18. Da lesen wir von den drei Männern von Schadrach, Meschach und Abednego. Das waren drei babylonische Namen, die ihnen gegeben wurden. Und die Bedeutung dieser babylonischen Namen, die sind zwar umstritten, aber man geht davon aus, dass die Namen bewusst für sie gewählt wurden, damit die Hebräer, die oft Namen in der Anlehnung an Gott hatten, nicht mehr an das Alte erinnert werden sollten, sondern dass sie einfach einen babylonischen Namen haben sollten, damit die Vergangenheit einfach auch weggewischt wird. Denn diese heidnischen Namen, die waren auf die Götter der Babylonier bezogen. Bemerkenswert sind für uns aber die drei hebräischen Namen, denn diese drei Männer erleben ja eine besondere Herausforderung, eine besondere Situation. Und für jeden der drei gibt es einen Namen und das heißt, der eine, der Herr erwies, und der zweite heißt Gnade und der dritte heißt, der Herr half. Also im Satz würde es heißen, der Herr erwies ihnen Gnade und der Herr half. Das finde ich so genial, da spielen für mich die babylonischen Namen gar keine Rolle mehr. Der Herr erwies ihnen Gnade und der Herr half ihnen. So, diese drei Männer waren mit Daniel zusammen und sie waren in einer Autoritätsposition in der Provinz Babylon berufen worden. Du kannst es lesen in Daniel 2,49. Es waren gottesfürchtige Juden, denen Gott Kenntnis und Verständnis in jeder Schrift und Weisheit gegeben hatte. Deshalb wahrscheinlich waren sie in diese hohen Positionen gekommen. Und aufgrund dieser Position konnten sie sich wahrscheinlich einige Dinge erlauben, Dinge genießen, die wahrscheinlich die anderen Leute, die anderen Juden oder auch die Einheimischen nicht so genießen konnten. Sie hatten Privilegien, sie waren im System, was einige Genüsse zu bieten hatte, angekommen. Aber das änderte sich an einem bestimmten Tag. Denn der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild machen und alle im Königreich mussten dieses Bild anbeten. Und wer das nicht tun würde, der sollte mit einer persönlichen, heftigen Strafe belegt werden, nämlich im Feuerofen verbrannt werden. Also nichts Kleines, nichts Unbedeutendes. Also das war schon eine Bedrohung, die mehr als 500 € oder 10.000 € oder wie auch immer wir das heute auslegen würden, bedeutete, sondern es war lebensbedrohlich. Und
Das müssen wir immer im Hintergrund mit Entscheidung treffen verbinden. Denn hier in dieser Entscheidung, die jetzt gleich kommt, da ging es nicht um was Kleines, sondern um etwas, was sie alles kostete. So standen Schadrach, Meschach und Abednego mehr als einer Herausforderung gegenüber. Ich glaube nicht, also aus dem biblischen Bericht entnehme ich das nicht, dass sie erst die Kosten überschlagen mussten und ja, wenn wir das machen oder wenn wir es nicht machen oder so und abgewägt haben, was kostet mich das und kann ich einen Weg finden, drumherum zu kommen und dann ist alles wieder wie früher. Ich glaube nicht, dass sie das erwogen haben. Ihnen war eigentlich klar, so das empfinde ich aus dem Text, dass sie niemals dem Befehl des Königs folgen würden. Ihre Stellung, ihre Vergünstigung vielleicht, ihre Position, ihre Absicherung, die Anerkennung oder was auch immer das alles war, was man sich so, an das man sich so gewöhnt hatte oder so, das war nicht etwas, worauf sie ihre Hoffnung und ihr Vertrauen gesetzt hatten. Das war nicht etwas, auf das sie ihr Leben gebaut hatten, sondern Daniel 3, Vers 8 bis 12 berichtet uns das nämlich, dass sie dem König vorgeführt wurden. Und obwohl er wütend auf sie war, macht er noch einen Versuch, sie umzustimmen und sagt ihnen nochmal ganz deutlich an, also pass auf, wenn ihr euch nicht niederwerft, wenn ihr euch nicht diesem Befehl wie alle anderen beugt, dann werdet ihr in den Feuerofen geworfen. Und der König lässt noch anfügen oder er sagt noch, wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand retten könnte? Also das war schon eine echte Ansage. Und dann habe ich das, als ich das gelesen habe, das fand ich obercool, darauf antworteten sie, und das war echt was, was es in sich hat, Nebukadnezar, darauf müssen wir dir gar keine Antwort geben. Da habe ich gedacht, hey, die waren aber wirklich stark, die waren ja richtig gut drauf oder wie wir sagen würden, die wussten genau, was sie wollten oder was sie nicht wollten. Und sie haben sogar gegen diesen König Nebukadnezar schon mal gleich eine Stellung bezogen. Und dann geht es weiter, dass sie sagen, wenn der Gott, dem wir dienen, uns retten kann, wird er uns auch aus dem lodernden Feuerofen und aus deiner Hand retten. Und wenn nicht, es sollte dir bekannt sein, König, dass wir deinen Göttern bestimmt nicht dienen werden und dem goldenen Standbild, das du aufgestellt hast, werden wir uns nicht huldigen oder niederbeugen oder unterwerfen. Die drei hatten eine, wie soll ich sagen, feuerfeste Entscheidung getroffen, dass sie sich auf gar keinen Fall in einem Kompromiss oder vor dem König oder vor diesem Standbild oder den Vorschlägen, die gemacht wurden, beugen würden. Sie waren einfach kompromisslos in ihrem Glauben an ihren großen Gott, der sie selbst aus dieser Situation herausretten würde, können würde. Und selbst die schäumende Wut von diesem König, denn das lesen wir dann im Verlauf von dem Text, dass er vor Wut geschäumt hat, dass selbst das bewirkte keine Umstimmung und sie wären nicht ins Wanken gekommen. Ich stelle mir das manchmal vor, wie wäre das heute, wenn ich vor so eine Entscheidung gestellt würde, wäre ich auch in meinem Glaubensleben so fest, so felsenfest, dass ich nicht ins Wanken komme. Und das ist mein Gebet, dass Gott wirklich uns auch heute, dir und mir, die Kraft gibt, diese Richtung zu halten, das Richtige zu tun, das Richtige zu entscheiden und mit absoluter Zuversicht da reinzugehen, dass Gott uns bewahren kann. Und das war das, was die drei gesagt haben. Wir kennen Gott, wir glauben Gott, wir beten ihn an und er kann uns aus diesem Ding retten. Und sie wussten auch, dass
Gottes Liebe viel, viel stärker ist als jede menschliche Zerstörungskraft. Ihr Glaube war wirklich bedingungslos, egal was kommen würde. Und dann gibt es diesen entscheidenden Hinweis, den ich sehr, sehr, sehr wichtig finde, auch für uns Gläubige heute. Denn selbst wenn Gott sie diesmal nicht rettete, weigerten sie sich trotzdem, ihm abzuschwören. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch diese zweite Sache betrachten. Es ist nicht nur das gewesen, dass sie gesagt haben, unser Gott rettet uns, kein Problem, und dann gehen sie da durch und alles kommt so, wie sie gesagt haben. Sondern sie kalkulieren sogar ein, dass es sein kann, dass Gott sie diesmal nicht retten würde. Und trotzdem würden sie ihm nicht untreu werden. Meistens schauen wir in diesem Bericht über die drei Männer in dem Feuerofen auf diesen triumphalen Schluss, die Rettung, und wir sind dankbar, dass Gott ein Wunder getan hat. Aber das ist wirklich so, dass wir dieses andere auch betrachten müssen. Und ja, es stimmt, die Rettung Gottes war wirklich gewaltig. Das kannst du in Kapitel 3, Vers 27 lesen, dieses große Zeugnis. Und es versammelten sich die Satrapen, die Vorsteher, die Statthalter und die Staatsräte des Königs. Also das ganze, der ganze Königshof war nun versammelt, nachdem die drei aus dem Feuerofen herauskamen. Und der König hatte ja gesehen, es ist noch ein vierter Mann dabei gewesen. Also diese Gegenwart Gottes, ich weiß es nicht, ob es der Engel war, der Engel Gottes oder auch Gott selbst in seiner Präsenz, ich weiß es nicht genau, aber sie haben ja vier Männer in diesem Feuerofen gesehen und sie hatten ja auch gesehen, so beschreibt es der Bericht, dass sie da drin hin und her gehen konnten. Das musst du dir mal wirklich vor Augen führen. Und dann heißt es hier in diesem Vers 27, als jetzt also alle versammelt waren, sie sahen, dass die Männer über deren Körper das Feuer keine Macht hatte. Und das Haar an ihren Köpfen war nicht versengt und nicht einmal der Hauch eines Feuers war an sie gekommen. In einer anderen Übersetzung heißt es, an ihnen war noch nicht mal Brandgeruch. Obwohl der Ofen so heiß erhitzt worden war, dass die drei Männer da reingebracht haben, dass die verbrannt worden sind. So, was sagt mir das? Wir wollen Menschen sein, die sich für Gott und für ein Leben mit diesem einzigartigen, großen, über alles erhabenen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir wollen uns für ihn entscheiden, auch wenn es schwierig ist. Wir müssen an dieser Beziehung zu unserem Herrn, zu unserem Gott, zu unserem Heiligen Geist wirklich beständig arbeiten, damit wir diesen festen, gegründeten Glauben haben, nie in diesen Herausforderungen umzufallen oder Kompromisse einzugehen oder zu sagen, naja, ging halt nicht anders. Jemand hatte mir geschrieben, in einer Welt, in der wir ständig unter Druck stehen, unseren Glauben zu verneinen und Kompromisse in unsere Hingabe an Gott einzugehen, sollten wir immer daran denken, dass wenn wir uns auf der Erde Gottes schämen, also auf der Erde Gottes wegen schämen, sich Gott am Tag des Gerichts unser schämen wird. Das kannst du nachlesen in Markus 8, 38 oder Lukas 9, 26. Wenn wir in diesem Leben hingegen stark bleiben und offen für Gott leben, dann stellt er sich zu uns, heute und in Ewigkeit. Gibt es schwierige Wegstrecken? Ja, die gibt es. Kann es mir schwerfallen, inmitten aller Stimmen seine gut zu hören, dass ich nicht irren kann? Ja, das ist so. Aber, ihr Lieben, das spornt mich immer wieder neu an, noch mehr zu hören, noch sensibler zu werden, noch mehr in diese Beziehung zum Herrn
zu investieren, noch mehr mich da reinzudrängen, noch mehr zu lesen, warum er so ist, warum er tut, was er tut, warum er nicht tut, was er nicht tut. Versteht ihr? Ich bin ein großer Fan von Bibelversen, von Bibellesen und so. Aber wisst ihr was? Ohne das werden wir Gott, werden wir Jesus und den Heiligen Geist nicht, Entschuldigung, werden wir ihn nicht kennenlernen können. Du kannst ihn nur über dieses biblische Zeugnis, über sein Wort der Kraft, der Zuversicht, der Hoffnung, der Ermutigung, nur so kannst du ihn überhaupt kennenlernen. Es ist wichtig, ja, den Feind zu beobachten, seine Schliche um mich herum zu kennen, seine Lügen wirklich zu unterscheiden, zu entlarven und seinen Verführungen nicht zu trauen. Aber viel, 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 viel mehr müssen wir Gott kennen, müssen wir auf ihn schauen, müssen wir wissen, wie er ist. Und dann wird es uns auch leichter fallen, aus der Beziehung zu Jesus heraus die richtige Entscheidung zu treffen. Weißt du, wenn du in einer Liebesbeziehung bist, wirst du dich immer für den Menschen entscheiden, den du liebst. Dann wird nichts dazwischen kommen können. Dann können andere sagen, ja, der ist aber wirklich komisch. Dann wirst du trotzdem sagen, kann sein für dich, aber für mich ist es anders. Und genauso ist es bei Jesus doch auch. Wir müssen ihn kennen, weil wir noch mehr dann in diese Liebesbeziehung zu ihm hineinkommen können. Und dann wird es nicht diese Kompromissmöglichkeit geben, dass wir sagen könnten, naja, ich weiß nicht, also wenn es mich jetzt so viel kostet, dann stecke ich meinen Glauben vielleicht doch lieber auf. Dann gehe ich eben doch Kompromisse ein. Dann, naja, der Herr wird es schon vergeben irgendwie. Ich kann ja hinterher zu ihm gehen und sagen, ja, tut mir leid und du bist doch ein Gott der Gnade. Also ich, ihr Lieben, passt auf, wie das mit der Gnade ist. Es ist nicht einfach so, dass man von vornherein schon irgendwie sich blöd entscheidet, falsch entscheidet und dann hinterher sagt, ach naja, Herr, ich habe es gar nicht so gemeint. Das geht so nicht. Gott nimmt uns unsere Entscheidungen nicht ab. Und er lässt uns in vielen Entscheidungen auch die Wahl. So, wenn ich so in dieses Ding komme, wie entscheide ich mich jetzt oder wie entscheiden wir uns jetzt, dann bete ich darüber längere Zeit. Ich möchte all denen empfehlen, die jetzt in Entscheidungsprozessen drin stecken und sagen, ich weiß nicht, wie ich das in diesem Jahr machen soll, dass du dir wirklich viel Zeit nimmst im Gebet, die Dinge vor dem Herrn ausbreitest, dass du nicht ad hoc Entscheidungen triffst, also jetzt will ich das so machen und jetzt mache ich es, ohne die wirklich den Weg zu beurteilen, sondern lege dem Herrn diese Sache vor, mit der du dich beschäftigst und rechne damit, dass der Heilige Geist in seiner Leitung dir hilft. Und ich habe oft in meinem Leben erlebt, dass ich Gott so die Entscheidungen zuschieben wollte und habe gedacht, okay, er kann ja entscheiden. Entweder klappt es so oder es klappt anders, aber er macht das schon. Und dann habe ich oft erlebt, dass der Herr zu mir gesagt hat, mach du das doch. Also damit ist gemeint, er hat mich geformt, er hat in diese gearbeitet, in meinem Herzen, in meinem inneren Menschen, dass ich in eine Reife hineinkomme. Und er erwartet von mir, dass ich auch in dieser Reife mich bewege und auch die richtige Entscheidung treffe. Ich musste das lernen, dass Gott nicht wie so ein Automat funktioniert. Oben schmeiße ich was rein und unten kommt dann schon das richtige Ergebnis raus. Sondern ich wusste, Gott ist nicht so der Wunscherfüller, dass er jetzt hier so reagiert, wie das ist. Aber was ich mich immer, wo ich immer dran arbeite, wo ich wirklich mich nach ausstrecke, was ein Sehnen in meinem Herzen ist, das ist, dass ich ganz nah an ihn gerückt sein möchte und dass er mich ganz und gar erfüllen kann, besitzen kann, ausmachen kann, in diesem ganz und gar meinen inneren Menschen, meinen äußeren Menschen, meinen natürlichen Menschen, meinen übernatürlichen Menschen,
dass das alles eins ist, was in ihm verborgen ist. Mein Leben verborgen in Christus mit Gott. Und das ist ein tiefer Wunsch in meinem Herzen. Es ist ein Sehnen in meinem Herzen, mein Leben ganz und gar für ihn zu geben. Er ist der Hirte in meinem Leben und er bringt mir bei, dass ich auf seine Stimme höre. Und ich werde immer sensibler, ich werde immer schneller seine Stimme zu hören. Ich werde immer schneller sein Wort zu verstehen, sein Wort zu nehmen als meine tägliche Speise, die mich aufbaut, die mich ausrüstet, die mich stärkt. Und das ist das, was er in deinem Leben auch tun möchte. Das ist nicht für besondere Leute, nicht für auserwählte irgendwelche Leute, sondern es ist für jeden, dessen Leben Jesus gehört. Er ist der, der dein Leben wollte, der es lenkt, der es leitet, der dich beeinflussen möchte zum Segen aus seiner Hand. Und er möchte dich weiterbringen. Und er möchte wirklich, dass du mit ihm läufst, dass du seine Stimme kennst. So, das Ziel ist, dass wir ihm so vertrauen, dass er es gut mit unserem Leben meint, dass er mit uns auf dem Weg ist, dass wir in den Entscheidungen unseres Lebens, in den Entscheidungen dieses Jahres sicher laufen an seiner Hand. Und dann müssen wir wissen, er geht mit uns und wir gehen mit ihm. Und er wird uns bewahren und er wird uns liebend leiten. Das ist etwas, was ich in meinem Leben ganz oft erfahren habe und was ich euch so sehr von Herzen wünsche, wo wir rein beten, dass das genau in eurem Leben passiert. Dass wenn ihr auch die Entscheidung treffen müsst in diesem Jahr, soll ich mich impfen lassen oder nicht? Wenn Forderungen kommen in euer Leben, muss ich das machen? Kann ich das ablehnen? Erwäge es mit Gott in der engen Beziehung zum Herrn und triff dann diese richtige Entscheidung. Wir wollen jetzt dafür beten, dass genau das in deinem Leben, auch in unserem Leben passiert, dass wir in der Verbundenheit, in dem engen Zusammenleben mit dem Heiligen Geist, mit Jesus, mit Gott, dass wir daraus die Kraft schöpfen, die richtige Entscheidung zu treffen. Amen. Amen. Vater im Himmel, wir wollen dich preisen, ja, dass du unser Leben gewollt hast, dass du uns erwählt hast vor Grundlegung der Welt, dass du uns auf einen Glaubenslauf geschickt hast, den wir laufen wollen in der Sicherheit, dass wir an deiner Hand gehen, dass du unser Hirte bist. Ich bete, dass wir immer mehr deine Stimme hören, dass wir immer fester in unserem Glauben werden, dass wir nicht wanken und nicht weichen, dass wir nichts dran geben, was uns so wichtig und wirklich heilig ist. Herr, ich bete, dass du uns Glaubenszuversicht schenkst. Ja. Ein festes Fundament, auf dem wir stehen. Ja. Dass wir wirklich wie Schadrach, Meschach und Abednego sagen können, wir werden niemals Gott abschwören, ob er uns rettet oder nicht rettet. Das, was Gott gesagt hat, hat Ewigkeitswert. Und ich bete, dass das ganz tief in deinem Leben verankert ist. Dass du Gnade hast von Gott in den Entscheidungen. Amen. Ja, der Herr schenke dir Klarheit, schenke dir Weisung, schenke dir seine Führung im Heiligen Geist in den Entscheidungen, die in diesem Jahr anstehen. Die im Kleinen anstehen, die im Großen anstehen, die Konsequenzen nach sich ziehen oder die einfach nur für dich persönlich sind. Er schenke dir Weisheit, er schenke dir seinen Segen, seine Führung. Die der Geist Gottes treibt, das sind Gottes Kinder. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen seine Führung. Amen. Er ist der Geist der Wahrheit. Er ist der Geist, der uns wirklich in alle Wahrheit leitet. Und er schenke dir in großen und kleinen Entscheidungen die Weisheit, den Segen, die Kraft, das Richtige zu tun nach seinem Plan und seinen Absichten. Amen. Amen. Thank you.